Hallo und herzlich willkommen in 2017. Ja, neues Jahr hat angefangen und ja, wow. ja, wie war bisher die ersten Teile vom neuen Jahr für mich? Anstrengend. Ich habe etwas zu lange durchgemacht. Ich bin bis 7 Uhr oder so wach geblieben und ja. Warum sage ich das jetzt so? Weil bei mir ist jetzt, wo ich das Video aufnehme, gerade Montag und ich möchte mich jetzt schon mal im Vorhinein vorwarnen und euch sagen, dass es bei mir so ist, dass ich diese Woche 2 Videos jetzt am Stück mache, also jetzt dieses hier und dann auch noch das Freitagsvideo und die dann auch schon heute hochlade, mehr oder weniger, und dann eben am Mittwoch und am Freitag erst freigebe. Weil bei uns ist es so, dass bei uns am Mittwoch ein Techniker kommt und ja, ich weiß dann nicht, ob wir dann noch Internet haben. Das muss ich erst noch sehen. Das kann sein, dass ich dann 2-3 Tage internetlos bin oder vielleicht sogar noch länger. Und freigeben kann ich zum Glück das Video, habe ich noch 2-3 andere Möglichkeiten, nämlich zu meiner Oma und zu meinem Opa gehen oder zu meiner Babette oder zu meinem Papa auch. Aber eben mit dem Hochladen wäre es dann schwierig. Und ja, das wollte ich jetzt einfach kurz euch erzählen. Ja, das nächste, was ich euch erzählen wollte, weil dieses Video wird hauptsächlich ein kleines Infovideo, ist, ja, ihr seht hier jetzt gerade im Hintergrund bei mir, da, wartet. Ein neues Kissen, das ist aber da nicht lange, das habe ich vor Jahren mal gebastelt. Ja, ist wegen Silvesterknallereien da, da musste ich den Stall von meinem Hasen abdecken und deswegen ist auch übrigens hier das Leintuch gerade. Und ja, ich musste den Stall von meinem Hasen abdecken und da habe ich noch ein Kissen draufgelegt, damit sie diese Böllerei nicht so mitbekommt. Und ja, gut, Info Nummer 3. Ab jetzt 2017 habe ich gedacht, dass ich so ein kleines Ding starte. Ich möchte euch an meinem Weihnachtsgeschenk teilhaben, nämlich an diesem hier, am Querdenker. Ich würde jetzt also einfach jedes Video eine Karte für euch rausziehen, so zum Beginn des Videos oder zum Ende. Und am Freitagsvideo, am Ende vom Freitagsvideo, werde ich dann einfach immer die Lösung auflösen. ja. Und damit sind wir jetzt im Prinzip fertig und somit fange ich jetzt an mit meinem heutigen eigentlichen Thema. Puh. Also, heute geht es ums Thema Lärm. Wieso ist diese Welt da draußen so laut? Das Thema interessiert mich schon seit längerem und es hat mich auch sehr beschäftigt die letzte Zeit, weil ich war erst vor, ja, für mich sind es jetzt 3-4 Tage, war ich beim Subway. Und da habe ich mir dann ein Sandwich geholt. Sehr gut. Wirklich lecker. Aber die Sache ist die, als ich in der Schlange angestanden bin, habe ich ja gedacht, mir ballert es den Kopf weg. Weil dieser Lautsprecher, der war direkt über unserem Kopf und der war so laut. Ich hab mich gefragt, wie können andere Leute sich dann in solche Etablissements setzen oder in so Lokalitäten und essen und während dem Essen sie auch noch unterhalten. Ich meine, ich habe kaum 2 Worte verstanden. Ich habe kaum meine eigenen Worte verstanden vor lauter Musik. Und das habe ich mich dann schon gefragt. Wie kommt es, dass das eben so ist, dass da so viele Leute das als normal befinden, dass man sich mehr oder weniger die Ohren volltröhnen lässt von lauter Musik oder sowas wie, ja, oder auch, ja, es ist überall. Oder wieso müssen Kinos immer so laut eingestellt sein? Ich meine, ich würde so gerne mal wieder in ein Kino gehen, aber ich habe immer so dieses Gefühl, die schreien einen an. Diese ganzen Filme schreien dich an. Und ich frage mich immer, wozu sind die so laut? Weil 90% der Leute sind in Kinos oder auch in anderen Orten sehr still und leise. Also warum sind Kinos oder auch Musik, die eigentlich zum Hintergrundgeräusch gehören, immer so laut? Oder was ich mich auch gefragt habe, auch wegen unserem Hund mit, weil der die Böllerei überhaupt nicht mag, ist, wieso müssen diese Böllereien so laut sein? Oder anders gefragt, warum gibt es da verschiedene Arten? Es gibt ja diese Böller, die
dann, die dann einfach nur laut sind, wirklich nur so Bang machen. Und es gibt diese Feuerwerksdinger, wo auch noch ein schönes Bild dabei entsteht. Aber wozu braucht man denn, wenn es um ein Feuerwerk geht, auch noch Böller? Das sind so Sachen, die ich einfach überhaupt nicht verstehe von meinem Verständnis der Welt her. Weil ich ja erst ruhig mag und leise. Ich gebe zu, auch ich habe manchmal so Musikstücke, wo ich dann auf volle Pulle drehe, was bei mir heißt so auf 3. Und dann laut anhöre, wo dann mein Vater meistens immer sowas gesagt hat früher wie, ja, wenn du es jetzt, also das, ich bin dann immer ins Wohnzimmer zu meinem Vater rübergetrappelt, wenn ich dann zu laut in meinen Augen Musik gehört habe und habe dann zu meinem Papa gesagt, du Papi, Entschuldigung, dass ich so laut Musik gehört habe. Und er hat dann gesagt, du hast Musik gehört. Das war so immer diese Situation, wo ich mir dann gedacht habe, okay. Aber es ist auch so, dass viele Leute sehr laut Fernseher anmachen, wo man wirklich so das Gefühl hat, wozu braucht man den Fernseher so laut, dass wirklich ich dann manchmal davor sitze und mir so denke, Junge, der im Fernsehen schreit mich an. Ich finde das überhaupt nicht nett. Wieso schreit der mich an? Ich meine, vom Prinzip ist ja so, wieso sind wir heutzutage in einer Welt, wo alles so laut sein muss, dass man im Prinzip, wenn man irgendwo ist, demnach gegen etwas anschreien muss, damit man überhaupt noch ein Gespräch führen kann. Ist uns inzwischen ist so egal geworden, miteinander zu reden? Ich meine, Warteschlangen sind so perfekte Momente, um mal ein Gespräch zu führen. Ich meine, ich bin in der Warteschlange auf dieses Videothema gekommen. Und meine Mutter und ich haben uns auch sonst sehr gut unterhalten in dieser Warteschlange. Aber ganz ehrlich, ich bin jemand, ich finde es für mich total blöd, wenn ich gegen etwas anschreien muss. Ich will nicht ständig dieses Anschreien gegen Musik, bloß weil sie sehr schön ist. Ich finde, eine Musik im Hintergrund ist immer was Gutes. Wenn es wirklich so im Hintergrund läuft, wenn es nicht mehr oder weniger einem das Gefühl vermittelt, die Musik muss überall im Vordergrund stehen. Wenn alles andere der Musik untergeordnet sein muss. Ich meine, ich habe mich auch gefragt, wie hat dieser Mann am Subway-Ding überhaupt verstanden, was wir gesagt haben. Also ich meine, wir mussten ja echt schreien gefühlt, dass das durchkam. Aber die andere Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, ist es für mich und meine Mutter einfach nur sehr laut gewesen? Oder ist es auch für jemanden laut gewesen, der da drin arbeitet oder der immer so laut Musik hört? Zum Beispiel, hallo übrigens an dieser Stelle, meine große Schwester. Meine große Schwester hat früher auch immer recht laut Musik gehört im Vergleich. Und ja, ich habe mich dann gefragt, ob es für sie auch laut wäre oder ob es für sie eine normale Hintergrundmusiklautenstärke ist. Ist nämlich auch immer eine Frage der Definition. Was heißt laut und was heißt leise? Für mich heißt leise im Zweifel wirklich, dass es so gut wie nichts zu hören ist. Und für jemanden anders heißt leise, ja, dass es für mich laut wäre. Ja. Darüber habe ich mir einfach die letzten Tage, Stunden Gedanken gemacht und dachte, ich möchte das mit euch teilen. Hier kommt jetzt übrigens der Moment, wo ich euch meine Querdenkeraufgabe stelle, die ihr dann gerne auch mit unten in den Kommentaren miträtseln könnt. Wir ziehen jetzt irgendeine Karte und zwar diese hier. Na gut, und jetzt Momente, die etwas peinlich werden könnten. Ich versuche es euch vorzulesen. 6 Gläser stehen nebeneinander auf dem Tisch. Die linken 3 sind gefüllt, die rechten 3 sind leer. Du darfst nur ein Glas einmal in die Hand nehmen. Danach sollen abwechselnd immer ein volles und ein leeres Glas nebeneinander auf dem Tisch stehen. Wie geht das? So. Ich hebe euch jetzt noch diese Frage einmal in die Kamera, dann könnt ihr sie lesen. So, das war's. Ich hoffe, dass das jetzt gereicht hat, um es zu lesen. Und am Freitag, am Schluss von meinem Freitagsvideo, gibt es dann die Auflösung, wie es geht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie
ihr denkt, dass es geht. Oder wie ihr zum Laut steht, zum Lärm und zum Umweltlärm. Würde mich sehr interessieren. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben oder eine Nachricht auf Facebook oder Twitter. Oder ihr könnt mir einfach an die bell.readmy@outlook.com eine E-Mail schreiben, aber das hatte ich gerade schon mal, entschuldigt. Oder ihr könnt mir auch gerne einfach, ja, hier in die Kommentare direkt schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes neues Jahr. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin. Tschüss.